Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Und ganz unter uns, wenn Sie genug investieren, dann bekommen Sie im Gegenzug gewisse Dividenden. Also gut, was möchten Sie investieren? Sehr klug, ein geschickter Investor weiß, dass er zugeschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Wie unserer fruchtbaren Zusammenarbeit sehe ich mit Freude entgegen, absolut. Heureka, ich habe es geschafft, sollen sich Augen und Sinne an meinen neuen Erfindungen erfreuen. Wow. 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 Okay. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Also gut, was möchten Sie investieren? Sehr klug, ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Wie unserer fruchtbaren Zusammenarbeit sehe ich mit Freunden gegen, absolut. Eureka, ich habe es geschafft, sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen. Bietebeutel. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Also gut, was möchten Sie investieren? Sehr klug, sehr klug. Das kennen wir schon. Heureka, ich habe es geschafft. Sollen Sie sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen? Kaputte Mutter, verbeulte Platte. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin. Sehr klug, sehr klug. Eureka, ich habe es geschafft. Sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen? Ach und weh, schon wieder bin ich vom schnöden Mammon abhängig. Was meinen Sie? Sind Sie vielleicht bereit, in die Tasche zu greifen und mich mit Trinkgeld in Höhe von 100.000 Gold zu unterstützen? Das Herz ist willig, doch der Geldbeutel ist schwach. Wahrlich eine Schande. Oho, haben wir unsere Meinung bezüglich der Investition geändert? Bedenken Sie, wir sprechen von der schlappen Summe von 100.000 Gold. Nun, die findet sich doch in jeder Hosentasche. Eine Schande. Ich sollte die größte Erfindung unserer Generation werden. Es sollte die größte Generation unserer Erfindung unserer Generation werden. Ich fürchte, eines Nachts werden Sie schweißgebadet aufwachen und sich selbst verfluchen, weil Sie nicht vorausschauend genug investiert haben. Ja, ja. Wir gucken jetzt erstmal, was du mir alles gegeben hast. Ein Beutel mit einem Duft, den Tiere lieben. Dadurch nähern sie sich dir und warten. Okay, Plug-in-Chips habe ich auf jeden Fall bekommen. Nein. Niederangriff plus 6. Mhm.
Erhöht Stärke von Niederschlagangriffen um 2%. Erhöht Stärke von aufgeladenen Angriffen um 180%. Warum nicht? Wie viel Platz habe ich jetzt noch? Wo kann ich das sehen? Da, drei. Oh. Oh. Okay. Was steht denn meine LP? Ich würde die sogar tauschen. Zack, entfernen. Zack, tun wir rein. Oh, um 20%. Ja, nee, dann tauschen wir die doch wieder. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas anderes raushauen kann. Fundrate plus 1 kann eigentlich 10% und 20%. Zwei. Das kann ich eins zu eins tauschen. Das ist cool. Mal optimieren und jetzt Verteidigung zurücksetzen. Ah. Einen noch. Einen noch. Komm, da muss ich irgendwie hier. Ich habe halt gerne die Erfahrungsleiste drin. Ach komm, raus damit. So, kann ich jetzt mit den Maschinen reden? Immer noch nicht. Könnt ihr mir aufhören, blöd zu mir zu sein und einfach mit mir reden? Ich brauche doch nur noch 10.000. 10.000 brauche ich jetzt noch. Ist das der richtige Weg? Ja, gut. So, müssen wir halt noch ein paar Tiere töten. Ach, jetzt kann ich ihn reiten, ne? So. Bleib bitte hier. Tut mir leid für dich.
Weil ich brauche Fleisch. Was kriege ich? Kein Fleisch. Ich will den Elch nicht töten. Ich will die Tiere eigentlich generell nicht töten. Bleib hier! Bleibt hier! Nein, kein Tierfell! Töte die fette Sau. Zwölf Gold, Wahnsinn. Macht mich reich. Oh. Stufe 21. Heiler Fleisch, sehr gut. Aha. Und du leider noch. Dann muss wieder geangelt werden. Er war jung und brauchte das Geld. Zumindest die Mission. Sei denn was Cooles. Killifisch, okay. Da sind auch wieder zwei Viecher. Hitto. Hier die Fischmaschine. Zwei Stück. Tierfell. Hello Power. Gute Frage. Die leider nicht so leicht zu beantworten ist. Keilerfleisch, sehr schön. So, und mit dir?
komme ich doch hundertprozentig. Cool. B absteigen. Ja. Ach. Wie geht's der Low Power? Wie gesagt, die Frage kann ich nicht so leicht beantworten. Die Antwort wird ein bisschen dauern. So, danke sehr für den schnellen Transport. Tja, furchtbar sowas. Ein Leben ohne Gothic. Wie kann man nur da überleben? Ja, richtig erraten. Hat er aber auch erzählt. Der ist zurzeit glücklich vergeben. So, die habe ich gesagt, die bringen mir absolut nichts. Er muss nicht unbedingt daran arbeiten. Aber diese Arbeit macht er bestimmt gerne. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Naja, bei mir eher weniger gut. Also nicht so schlecht, dass ich nicht streame, aber sagen wir mal so, mein Stream ist so als Ausgleich. Da kann ich entspannen und runterkommen. Muss nicht an die Arbeit denken. Ah, nein! Scheiße. So knapp. Was könnte denn weg? Scheiße. Was meinst du jetzt, was bei mir los ist? Wow, ernsthaft jetzt? Nö, ich hab nur im Moment einen komischen Typen auf der Arbeit, das ist alles. Also die Arbeit macht Spaß und sowas und ist auch eigentlich in der Regel alles ruhig und super, aber da hat jemand einen Höhenflug und meint, den großen Macker raushängen zu müssen. Mit dem gerate ich ein bisschen aneinander zurzeit. Und das ist ein bisschen nervig.
Nö, im Labor. Kommst du da durch? Nein. Gut. Ich bin Chemielaborant. Zumindest noch. Nein, komm, geh da hoch. Weder noch. Ausbildung habe ich gemacht. Und jetzt mache ich zurzeit eine Weiterbildung als Chemietechniker. Also sowas wie ein Bachelor für Chemie, quasi. Nur halt in per Abendschule. Das heißt, dass ich arbeiten gehe und dann abends in die Schule gehe. Also quasi ein bisschen härter. bedenken Sie, wir sprechen von der schlappen Summe von 100.000 Gold. Investieren. Sind Sie sicher? Dann ist die Zeit gekommen. Die Zeit für die Vollendung der größten Erfindung dieser Epoche durch das größte Genie der Generation. Also gut, dann an die Arbeit. Ich weiß genau, wie ich das wahr werden lassen kann. Endlich ist es vollbracht, die größte Erfindung dieser und aller Generationen. Zumindest hätte sie es sein sollen. Leider habe ich versagt. Es sollte eine Startrampe werden, mit der man Raketen zum Mond schicken kann. Doch obwohl das gestartete Gefährt bis in den Tiefen des Alls vordrang, erreichte es den Mond leider nicht. You're fucking serious? Stattdessen landete es auf dem Mars. Das ist alles so verdammt frustrierend. Immerhin bin ich das weltgrößte Genie. Nie zuvor musste ich erfahren, wie bitter eine Niederlage schmeckt. Ja, das unterscheidet sich quasi auch nicht so viel. Würde ich jetzt mal behaupten. Nun? Das ist die Wüste, das ist definitiv nichts. Okay. Was hat er gemacht? Wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht und einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Danke, dass du da warst. Narrenfinder. Dank deiner großzügigen Investition kann die selbsternannte Genie-Roboter endlich an der Erfindung seines Lebens arbeiten. Nach einer Weile erscheint ein gigantisches Gebäude, das höher ist, als du sehen kannst. Dieses Gebäude wurde laut dem Roboter-Erfinder als Abschussplattform errichtet, die bis zum Mond reichen soll. Leider erreichte sie den Mond nie, sie hat verfehlt und hat stattdessen zum Ärgernis des Erfinders den Mars erreicht. Shop.
Doch noch nicht ist, noch ist nicht alles verloren. Ich verkaufe Ihnen gerne Material, das die Rakete von dem roten und öden Planeten mitgebracht hat. Eine Maske eines Aliens. Ein Stück eines Meteoriten, der auf die Erde fiel. Ja. Nur leider habe ich absolut kein Geld mehr. Absolut nicht. Schade, schade. Unserer furchtbaren Zusammenarbeit sehe ich mit Freuden entgegen. Absolut. Ich wollte die Alien-Maske haben. Aber so wie es mir scheint, haben wir auch keinen. Keine Nebenmission mehr. Das ist schön. Nicht mit denen reden. Wahnsinn. So, schnell speichern. Posteingang. Start. Speichern. Und ich würde sagen, ich mache an der Stelle auch Schluss. Auch schon müde. Ja. Mach an der Stelle dann auch Schluss. Geld 164. Ja. Und ich gucke jetzt aber noch mal eben. Ich brauche leider diese Leiste. Ich brauche diese fucking Erfahrungsleiste. Gucken wir mal alle Chips. Das tun wir mal raus, das tun wir rein und Grundrate, das tun wir rein. Ist okay. So, ich brauche meine Erfahrungsleiste. Ja, so ist besser. Gut, dann nochmal speichern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein beim Stream. Der nächste Stream ist dann wieder am Sonntag. Wieder Nier Automata. Da machen wir hier weiter. Die Mission haben wir jetzt soweit alle. Ich finde den Spruch gut. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und dann bis Sonntag. Denke ich. Ich guck mal, ob ich Sonntag irgendwas habe.